Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Hallo. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir einen schnellen Schweinebraten machen, wenn wir keine Zeit haben. Okay, schnell ist relativ, er ist schnell vorbereitet, schnell mariniert und dann braucht ihr doch ein paar Stündchen Braucher. Aber ihr braucht da nicht mehr viel machen. Das ist genial. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Rezept und ihr wisst ja, ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Ja, wir benötigen einmal einen Schweinenacken. Dann habe ich mir so eine Gewürzmischung zusammen gemacht. Einmal Tandoori. Das ist Fleisch- und Gyros-Gewürz. Ist meistens so Paprika, verschiedene Curries mit drin. Und ja, könnt ihr auch selber euch zusammenstellen. Hier habe ich noch ein bisschen Salz rein und Pfeffer. Wie gesagt, ihr müsst ja das reinmachen, was ihr am liebsten mögt. Dann haben wir den Schweinenacken einmal am Knochen entlang geschnitten. Gekauft waren das 700 Gramm, danach waren es ja, so 500. Da der Knochen ja auch etwas wiegt, aber wir bevorzugen lieber immer den Knochen. Ja, und hier tun wir noch die ganzen Sehnen mit abschneiden. Oder Knorpel, wenn da dran sind. Also eigentlich total easy. Ja, den Knochen tun wir hier teilen. Einmal ist der für unsere Soße zum Herstellen. Der kommt dann einfach mit unten rein. Und einmal für unsere zwei kleinen Raubtiere. Die brauchen auch mal eine Verwöhnung. Und sowas muss halt unbedingt immer raus. Ja, dann haben wir uns hier eine Auflaufform geschnappt, haben den Knochen rein, haben in unsere Gewürzmischung etwas Öl rein. Das ganz normales geschmacksneutrales Öl. Das haben wir dann kurz gemischt. Ja, mein Mann typischerweise macht es mit dem Finger. Das gehört sich so als Koch. Ja, dann haben wir das Ganze erstmal eingerieben. Wenn ihr es so nicht mögt, nehmt ihr einen Pinsel. Was ich nicht so geeignet finde oder was besser ist, Einweghandschuhe. Weil wenn ihr es halt einmassiert, dann ist alles in jede Pore dran und dann passt das ganz gut. Ja, hier habe ich Sellerie. Ich hole mir mal Sellerie und dadurch, dass der nicht ganz so lang ist, friere ich mir dann einfach ein und tue einen kleinen Würfel am Ende. Habe hier zwei Karotten, grob kleingeschnitten, Walnussgröße. Auch ungeschält, wichtig. Und die Zwiebel auch ungeschält. Das ist halt für die Farbe und bei den Karotten der Geschmack. Und die Vitamine, die halt drunter stecken. Das war halt vorher einmal gewaschen und dann wird es einfach kleingeschnitten oben drauf. Dann der Sellerieblock habe ich dann die Hälfte benutzt. Ich schätze dann mal so 100 Gramm. Und wenn ihr noch zu Hause habt, könnt ihr noch eine Viertelstange Lauch mit auch grob reinschneiden. Ja, so sah es dann soweit fast fertig aus. Dann fehlt natürlich für unseres eigenen Gusto immer ein bisschen Knoblauch. Eigentlich noch Chili, aber für ein Kind ist es ein bisschen schwierig. Dann habe ich mir so hier so einen Tetrapack Tomatensoße genommen. Also diese passierten in Stücke geschnitten. Ein halbes Tetrapack waren das, 250 Gramm, etwas Wasser dazu und das oben drauf einfach drauf gegossen und dann ging es bei 150 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Ja, und so hat er erstmal 3 Stunden gegart. Wir stecken noch gerne einen Thermometer mit rein, das muss aber nicht sein, weil nach 3 Stunden ist der auf alle Fälle ready und sieht dann so aus. Ja, den Sellerie, der war ein bisschen klein, den hätten wir vielleicht mal etwas drunter mengen sollen. Aber ist nicht so schlimm, ein bisschen Röstaromen. Kleiner Scherz, ja. Ja, und dann ging es eigentlich nur noch ans Anschneiden. Wie ihr seht, der zerfällt schon beim Anschneiden. Das war der Hammer. Ja, und in 3 Stunden haben wir unten gespielt mit unserer Kleinen, hatten viel Freizeit. Ja, und hier habe ich dann noch schnell die Soße passiert. Ich sag euch, der ist total super gelungen. Empfehlenswert. Ich lasse
euch alle Daten unten in der Infobox. Und was ja am wichtigsten ist, lange Zeit haben, dann wird der Braten immer geil. Entschuldigung fürs Wort, aber das ist so. Zwar, ich kann euch das jetzt gleich nochmal zeigen und dann probiere ich ihn. Aber ich habe ihn schon genascht und er ist super zerfallen, total weich. Ach, genau, richtig. Ist er? Ein Stückchen davon. Das konnte man einfach abreißen. Also eigentlich schneiden braucht man gar nicht mehr. Reicht auch sogar für so ein leckeres Pork. Also so, wenn ihr so einen Hamburger macht oder so. Super lecker. Und ihr braucht nicht mal mehr kauen. Also die dritten könnt ihr weglassen. So, den Fond heben wir natürlich auf. Und abgebunden wird es dann mit Speisestärke. Ganz simpel. Leute, spart euch diese Fertigbratensoße. Damit geht das super 1A, ist total günstig. Da sind keine Geschmacksverstärker oder ähnliches drin. Vor allem nicht, wenn ihr vorher euer Fleisch würzt. So, wir nehmen ein Glas. Schütten die Hälfte daneben. Und haben zu viel drin. Das muss ich jetzt gleich mal rausmachen. Ich denke, ihr braucht... ich sag jetzt mal 2 Teelöffel, ein bisschen Wasser drauf, kaltes Wasser anrühren, fertig. Also bitte nicht so viel auf diese Menge, ja. Also ihr seht ja, das ist ja 500 Milliliter ungefähr, Liter. Wenn der Fond kocht, einfach die angerührte Stärke mit dazu. Schön kochen lassen und erst wenn es durchsichtig wird und ihr merkt, es dickt an, dann natürlich nicht so viel Stärke, mal Stück für Stück. Aber fertig ist die Soße erst, wenn sie wieder etwas klarer wird. Davor ist sie so mehligartig, sieht das aus und das muss weg und es muss ungefähr eine Minute kochen. Ja, zum guten Schluss wird hier nur noch schön angerichtet. Bei uns gab es Spargel dazu, unser Süßchen und den leckeren Schweinebraten. Meistens noch ein Salat, aber das Ganze halt immer bei uns ohne Zucker und Kohlenhydrate, außer für die Kleine, da gibt es halt ausgewogen alles. Wir persönlich verzichten aber darauf. Ja, wie ihr seht, das Video ist schon ein bisschen länger. Ja, ich habe euch ja noch ein paar Einschnitte von dem Tag auch mit ins Video gepackt, was ich sogar live bei Instagram gepostet habe. Jetzt schreibt mir rein, was ihr davon haltet. Ich finde den Schweinebraten mega lecker. Vor allem, wenn ihr ihn noch eine halbe Stunde länger drin lasst, dann verfällt er wie Pork. Und könnt ihr einfach auf den Burger machen, schön marinieren noch mal vorher. Perfekt, ne? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt was damit anfangen. Der Sommer ist noch lang, wo es schnelle Gerichte geben muss. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.